meinem heutigen Video aus Griechenland. Fahre ich mit einem Sackkarren durch die Stadt, fühlt sich Kati schon richtig einheimisch, lade ich schwere Säcke auf, freut sich Kati über gefaltete Höschen und sind merkwürdige Dinge im Päckchen aus Deutschland. Wir sind Alex und Kati. Gemeinsam mit unseren 4 Hunden reisen wir in 2 Vans durch Europa. So, Freunde, wir müssen Wäsche holen. Nanu, was ist denn jetzt los? Eigentlich waren wir gestern in dem Video am Auspacken vom Päckchen, aber was wir ganz vergessen haben, wir hatten noch Wäsche abgegeben, da hatten wir die Kamera nicht dabei, und die haben wir im Prinzip vor dem Auspacken von dem Päckchen geholt. Und deswegen kommt das jetzt zuerst und danach kommen wir zu dem, was im Päckchen aus Deutschland drin war. Ich wollte einen Bollerwagen. Nimmst du den wirklich mit? Ich nehme den Bollerwagen mit. Mein Bollerwagen. Ich wollte... Nein, ich wollte sagen, es ist endlich soweit. Es ist soweit. Wir holen unsere Wäsche ab. Mich würde es total interessieren, wie macht ihr das mit der Wäsche? Gebt ihr sie ab in einen Waschsalon? Wascht ihr die selbst? Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Weil wie gesagt, bei uns ist das das zweite Mal und beim ersten Mal haben wir eigentlich gesagt, wir machen es nicht mehr, weil die Wäsche ziemlich eingegangen ist. Kati sagt, ich habe sie nicht alle, weil ich das Ding hier mitnehme. Ich finde, das ist sehr sinnvoll. Aber du fährst das jetzt nicht raus. Aber hallo. Darf ich mich da draufstellen? Also wir machen uns jetzt auf den Weg. Würdet ihr das so machen? Ich nicht. Ich finde, das ist zu laut. 25 Novembrio, στην Theophanio Aethusa, στις 4:30 το απόγευμα, στην Πρέβεζα. Γέλιο και χαρά για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Also wir haben uns auch irgendwie klamottentechnisch angepasst. Es sind eigentlich 15 Grad, aber wir laufen hier schon wie die Einheimischen in Jacke und richtigen Schuhen und nicht mehr in Flipflops. Also das wollte ich schon mal dazu sagen. Alex? Hast du dich angepasst mit deiner Kleidung? Merkst du das? Wieso? Weil wir sind jetzt hier wie die Einheimischen. Jacke, Mütze, richtige Schuhe. Es sind 15 Grad. Ja, ein bisschen frisch. Alle Farben. Ja. Selbst der Hund geht mit dir und deiner Karre auf den Weg. Das ist alles, was wir aufladen müssen. Das funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest zwei Bags. Alex, ich hätte einen anderen Vorschlag. Die sind schon so, dass wir die nach unten legen können. Weißt du, die anders verpacken und die Säcke nehme ich in die Hand. Hä? Warum? Ich mache jetzt zwei Säcke übereinander. Okay, dann machst du die Technik. Ja. Ja. Hast du noch eine Tasche? Ja. Okay, okay. Ja, alles perfekt. Ja. Thank you so much. Bye bye. Vielleicht wirst du noch überfahren. Jetzt dumm oder war es schlau? Mit deinem Sackkarren? Ich finde, es war super schlau. Okay. Ich nehme es dir gleich ab, wenn ich mit der Kamera fertig bin. Willst du mal kurz was dazu sagen und mal kurz stehen bleiben? Ja, das ist halt schlau. Ich habe doch meinen Koffer auch mitgenommen. Also, was Kathi gerade festgestellt hat, ein paar Klamotten wurden tatsächlich auch gebügelt. Die Leinensachen. Die Leinensachen, ja. Das hat schon krass. Wir hoffen halt, dass im Gegensatz zu dem anderen Wäscheservice, wo wir das abgegeben haben, die Sachen nicht angelaufen sind.
Ja, die waschen. Guck mal, das ist vom letzten Wäscheservice gewesen. Und sie nimmt jetzt jedes Stück, wirklich jedes Stück Kleidung, was sie hat, nimmt sie in die Hand. Und ich stehe hier außen davor und frage mich, okay, was macht sie denn jetzt? Du willst es nicht hören, aber jede einzelne Unterhose von mir wurde gefaltet. Finde ich ein bisschen beängstigend, dass jemand wildfremdes deine Unterhöschen in der Hand hat, aber okay. Schau mal. Ja, hübsch. Krass. Das gibt's doch nicht. Und ich habe noch gedacht, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ich habe noch gedacht, scheiße, ich schmeiß alles rein, ohne vorher zu kontrollieren. Das ist doch mal. Also Kathi ist begeistert. Jetzt hoffe ich nur, dass sie meine Klamotten nicht auseinanderrobt. Nein, das sind alles deine, so wie es aussieht. Ich glaube, sie hat schon gesortiert. Also, ich bin so begeistert, so positiv. Ich finde, das Geld, also, wo sie gesagt hat, 60, war ich schon ein bisschen. Wirklich 60? Muss ich schlucken. Aber jetzt, wo ich sehe, das ist so mega gut gemacht. Was hast du dazu nichts zu sagen? Für jemanden, der Schmutzwäsche macht, sowieso 60 Euro, finde ich, ist nicht viel Geld. So, wenn du davon ausgehst, teilst du das durch Stunden, dann hat diese junge Frau mit Sicherheit 5 Stunden mit unserer Wäsche verbracht. Ja, mit reintun, raustun, trocknen, zusammenlegen, gegebenenfalls irgendwelche Sachen bügeln. Ja. Also finde ich, ein Stundenlohn von 10 Euro oder so ist eigentlich... Ne? Also mir hat noch nie außer meiner Mutter meine Leinenhose gebügelt. So, kannst du dich jetzt mit deiner Wäsche auseinandersetzen in der Mode, Alter? Gott, die ist total fertig mit der Welt. Das ist echt so. Hallo Katharina, ich möchte dir nur sagen, dass ich dich sehr, 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 sehr lieb habe und jeden Tag dich vermisse und an dich denke. Ich wünsche dir vor allem, dass du gesund und glücklich durch das Leben gehst. Oh, das ist voll cool. Weißt du, was das ist? Kennst du, das ist, wenn du die Haare wäschst. So zusammen machen. Weißt du? Kennst du das? Ich kenne das nicht, ich habe keine Haare. Socken! Was schenkt man Wendelmann zu Weihnachten? Selbstgestrickte Socken. Ja, du musst aber auch mal zeigen, dass deine Oma immer vorne den Bibbel dran ist. Kein Mensch weiß, warum dieser Bibbel da immer dran ist. Für Alex! Nee! Ich habe dein Geschenk ausgepackt. Dankeschön! Mit Bibbel. Oh, die fühlen sich so cool an. Die haben sogar einen Gummi. Haben die einen? Ah ja. Die sind oben enger zusammengenäht. Ein Dank dafür, dass die oben enger zusammengenäht sind und nicht mehr unter der Ferse hängen. Naturseife, das ist auch ein richtig geiles Geschenk. Guck mal, wenn du hier hin machst, weißt du, da sind so Seifenstücke. Damit Seifenbrocken. Ja. Die Lampe, die ballert so in die GoPro. Nee, die muss auf die Seite, nicht da drüben hin. Die muss hier drüben hin, hinter mich. Das ist mein selbst gekauftes Geschenk. Eine GoPro Hero 8. Weil meine kaputt gegangen ist. Wir haben keine neuere GoPro genommen, einfach aus dem Grund, weil die eigentlich ziemlich gut ist. Im Übrigen, falls euch das Kamera-Equipment interessiert, gerne mal unten in die Videokommentare schauen. Da ist auch diese GoPro verlinkt und so. Weiter geht's mit Hustelinchen. So, let's. Pudding! Wer unser letztes Video geschaut hat, wusste, wir haben Paradiescreme verwendet. Für diese widerlichen Knödel, Alter. Meine Mama hat Pudding reingelegt. Wurst. Für wen könnte diese Wurst sein? Dankeschön dafür. Das ist leckere Wurst aus Kirchhain. Ich bekomme jedes Mal diese leckere Wurst. Ich sage zwar immer, müsst ihr nicht mitschicken, ist alles Gewicht im Paket, aber ich freue mich immer, wenn diese Wurst da ist. Und vor allem, wenn du die draußen hinhängst. Ich weiß, wahrscheinlich gucken auch Leute dazu, die vegan oder vegetarisch sind oder so. Ja, ich mag halt Wurst, so zwischendurch ein bisschen Wurst, das ist schon geil. Na, für wen könnte das denn sein? Also normalerweise sind diese Hundekauknochen gar nicht ihre Favorites. Die liegen meistens in der Gegend rum, sind so ein bisschen angelutscht und so wirklich Bock haben sie nicht drauf. Aber die sind im Moment gerade so gelangweilt, dass sie wahrscheinlich sich auch darüber wie Keks freuen, ja, einfach weil es irgendwas zu tun gibt. Ist es irgendwas im Glas? Es ist Marmelade. Der erste Pflaumenmus von meiner Mama. Hat sie selber gemacht? Ja. Boah, wie cool. Oh, meine Mama hat mir auch Socken gekauft. Edelnussmischung. Noch mehr Knochen für die Hunde. Oh. Was? Pflaume? Keine Ahnung, das ist nochmal Pflaumenmarmelade. Nee. So. Apfel-Zwiebel-Marmelade. Zum Probieren. Bitte was?
Noch mehr Marmelade, warte, ich muss gucken. Was ist das? Pflaumenmarmelade, nochmal eine andere. Da, Pflaumenmus und das ist Marmelade. Das ist ein geiles Teil, das habe ich mir auch gekauft. Das ist, was Alex hat, das sind diese Adapter. Weißt du, für 12 Volt. Ja, Netzteil für 12 Volt, ja. Für den Laptop, ja. Das habe ich auch bestellt und das hat die Mama alles eingepackt. Ebenfalls unter dem Video verlinkt. Dallmayr! Yes! Wir konsumieren halt ultra viel Kaffee. Also da muss man sagen, unser Kaffeekonsum ist exorbitant. Noch mehr Knochen? Oh, noch andere Kauknochen? Noch mehr Knochen? Das ist natürlich für Alex, weil mein Safe! Milka-Schokolade! Safe, Alex! Oh, was ist das? Da habe ich euch schon im Video erzählt, meine Flipflops sind hier kaputt gegangen und ich wollte mir hier keine kaufen, weil ich habe mir welche bestellt. Das ist nämlich... Aber die Farbe ist cool. Ja, dann waren ja sonst schwarz. Die habe ich nur genommen, weil die im Angebot waren. Ich habe tatsächlich immer schwarz. Aber das ist die Marke, die ich immer nehme. Also ich kaufe die mir zweimal im Jahr und dann, klar, die latsche ich durch. Aber da sind die besten Schuhe. Ist auch unter dem Video verlinkt. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber mega, mega gut. Also... Die ziehe ich selbst im Winter. Die sind aus Gummi, oder? Die sind aus Gummi. Und ich habe ja schon Sandalen gehabt. Alles Mögliche von der Marke. Ja. Finde ich super gut. Hatte ich sogar zum Wandern. Katis Everyday Schuh. Ja? So. Bevor wir zum allergrößten Geschenk kommen. Oh, das sind ja mal geile Socken. Das ist mein Geburtstagsgeschenk von der Nachbarin von meiner Schwester. Okay. Ja, das ist nicht von deiner Oma hier, sind keine Pinocchio. Nein, das ist von der Nachbarin von meiner Schwester. Okay. Die kommt ursprünglich aus der Ukraine, ist nach Deutschland gekommen und kann super gut stricken. Und die macht auch total schöne Muster. Und die macht das so, ja, ein bisschen als Zeitvertreib, vor allem für den Winter. Cool. Das ist jetzt mein Geburtstagsgeschenk von meiner Mama, von meiner Schwester, von meinem Schwager und von den Kindern. Ein Tierschal mit kleinen Füchsen. Scheiße, die machen dann alles falsch rum. Ein was? Das sind kleine Füchse. Ein was? Füchse! Warum hast du einen Tierschal mit Füchsen? Okay. Das Irre ist, sowas steht hier, weißt du? Füchse. Also ich muss dazu sagen, meine Mama hat mir Anziehsachen bestellt. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich hätte gerne eine Steppweste. So eine Daunensteppweste, wie Alex die hat. Was wir auch gesagt haben, das ist eigentlich ein tolles Geschenk für Wendle war, weil man... Ja, das sowohl im Sommer als auch im Herbst, im Winter anziehen kann. Man ist gut geschützt und die ist echt auf die Suche gegangen nach einer Steppjacke oder nach einer Steppweste für mich. Ich bin gespannt, ob es passt. Wir haben noch überlegt, ist die zu groß oder ist die nicht zu groß? Nein, oder? Nö, wenn Whisky aus deiner Weste rausgeht. Und dazu hat sie mir noch ein passendes Kleid ausgesucht. Oh, also zu der Weste. Oho. So ein Strickkleid. Nice. Voll schön. Hübsch. Also es ist halt ein Ticken kleiner hätte sein dürfen. Also es ist jetzt nicht super dramatisch, aber ich glaube so ein bisschen, weil bei der Taille sieht man es halt. Aber du kannst du die auch neben an den Seiten aufzibbern? Ja. Ja. Ah, okay, cool. Warum auch immer man das können muss bei einer Weste, aber cool. Jetzt kommt natürlich das Highlight, die 3 Kilo. Also Marmelade kann schon mal nicht sein. Hundeknochen sind es auch nicht. Einmal, zweimal, dreimal. Die am Zoll haben bestimmt gedacht, wir verschicken Heroin oder Koks oder irgendwas. Viermal. Scheiße. Fünfmal. So, wenn ihr eine Ahnung habt, was das sein könnte, pausiert jetzt das Video, schreibt es unten in die Kommentare. Wir geben euch einen kleinen Moment Zeit. Zu kommentieren, was in diesen Beuteln sein könnte und warum sich Kati so irre auf dieses Päckchen gefreut hat und gesagt hat, oh nein, dann kommt dieses Päckchen, ich will unbedingt diese 3 Kilo, die da drin sind. Und es ist? Nussecken! Es sind Nussecken von Katis Mama gemacht. Alter, guckt euch das an. Es sind einfach, wie viele Beutel? 1, 2, 3, 4, 5 Beutel. Die schmecken halt auch ultra gut. Die schmecken wirklich ultra, ultra gut. That's it? Nee, es ist noch was Großes, aber das war nicht so wichtig wie die Nussecke. Das ist eigentlich...
Ist was für die Arbeit. Ich hätte mich am meisten darüber gefreut. In Search of Incredible, Katis neue Arbeitslaptop. Ich habe einen neuen Laptop gebraucht, weil meine Kamera nicht funktioniert, weil bestimmte Funktionen nicht mehr gehen und weil ich einfach ja, meinen anderen Laptop geschrottet habe. Ich habe mich einfach auf den Bildschirm draufgesetzt, oder? Passiert schon mal. Und somit habe ich einen neuen Laptop gebraucht. Und Alex hat mich dazu beraten und hat mir den ausgesucht und den habe ich mir bestellt. Und dazu würde ich sagen, weil Kathi den heute sowieso wahrscheinlich nicht auspacken wird, ich muss Kathi den auch für die Arbeit einrichten, den Fitti machen. Und dann machen wir vielleicht im Gesamten für den Laptop ein Unpacking. Ich sag vielleicht auch was dazu, weil es wird den einen oder anderen unter Umständen interessieren, laptoptechnisch zum Arbeiten, was macht im Vanlife Sinn, ja, wie sollte man ausgestattet sein. Wie gesagt, mein Laptop ist relativ groß, weil ich damit Videos schneide. Für Kathi hat es ein wesentlich kleinerer Laptop vom Umfang her auch preislich getan. Er muss halt bestimmte Sachen können, wie Laden über USB-C und sowas. Und wenn ich das Ding einrichte für die Kathi und dann gucken wir uns das an, dann sage ich vielleicht noch zwei, drei Worte dazu. So, und das waren jetzt 15,7 Kilo Päckchen aus Germanskiland. Also es ist auf jeden Fall krass viel Zeug. Ja, ich finde das hier mit den Marmeladen, es ist zwar gewichtstechnisch ein Irrsinn, aber trotzdem ist es cool. Vor allem, da deine Mom das selbst eingemacht hat. Ansonsten so von Schal, Weste, ziemlich cool. Socken, hier ist mein Stuff. Guck dir das an. Bestimmt alles meins. Alles meins. Ich muss hier auch gleich eine Tüte zum Nachhause gehen. Ich verpacke hier das schön. Das ist aber lieb. Aber ich bin immer noch so emotionentechnisch fest. Also ich finde, das ist so ein Stück zu Hause. Also ja. Zu Hause von meiner Mom. Ich weiß, die hat das alles 150-fach verpackt, damit nichts kaputt geht. Das dreimal eingewickelt, an die Hunde gedacht. Und ich finde, das ist so mit meiner Schwester zusammen noch was Liebevolles geschrieben. Ich finde, das ist einfach so, ja, das ist einfach was Schönes. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und wenn Fragen sind, einfach ab damit in die Kommentare. Hier neben findest du einmal ein Video von uns verlinkt und natürlich die Playlist zu unserer Südosteuropa-Reise, falls du die anderen Videos noch nicht gesehen hast. Wir sehen uns im nächsten Video, morgen um 18:15 Uhr. Bis dahin, ciao, ciao.